Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. So, wir müssen Ablenkungsmöglichkeiten finden, denn wir müssen Al-Ghul herauslocken, um ihn anschließend zu eliminieren. Was verzögert deine Abreise, Sadiq? Jemand namens Mesut hielt es für nötig, meine Waren zu begutachten. Also warte ich nun. Was glaubt er, wer er ist? Was hast du denn dabei? Ich frage nur, damit ich es für dich holen kann. Das würdest du tun? Es wäre mir ein großes Vergnügen, diesen Mann zu verärgern. Es geht um eine Kiste mit Seide und Gewürz. Bereite dein Kamel vor. Ich sehe, was ich tun kann. Okay. Wenn ich diesen Händler zum Gehen bewegen kann, könnte sein plötzlicher Aufbruch Al-Ghul herauslocken. Schauen wir mal, ne, ob das funktioniert. Bring den Karawanenvorsteher den beschlagnahmten Gegenstand. Okay, und welcher ist das? Echt, der da drinnen? Darf ich hier rein? Ich darf da nicht rein. Okay. Was nu? Wieso ist denn der so sass auf mich? So, ich guck mal, ob ich diesen Geheimgang da reinkomme. Eine Kiste mit Seide und Gewürz. So viele davon. Kiste mit Seide und Gewürz. So viele davon kann es hier nicht geben. Badespaß für die ganze Familie. Okay, jetzt unauffällig. Wir dürfen scheinbar nicht hier sein. Wir sind hier nicht erwünscht. Sprechen wir die immer auch nochmal? Uns wurde regelmäßige und lohnende Arbeit versprochen. Stattdessen müssen wir in der Wüste schuften. Wir wurden betrogen. Bitte. Du musst uns helfen. Okay. Sag mir, was ich tun kann. Der Mann, der uns brachte, hat eine Besitzurkunde, die uns an Mesut bindet. Falls er noch nicht bezahlt wurde, sollte er noch hier sein. Wenn ich diese Männer von ihrer Pflicht befreie, bekommt Al-Ghul bald mit, dass sich seine Arbeitskräfte verflüchtigt haben. Okay, also wir müssen erstmal suche den Sklaventreiber und sprich mit ihm. So, wo haben wir denn den Sklaventreiber? Vielleicht ist der leichter zu kriegen erstmal. Nee, wir haben bis jetzt... Den haben wir auf jeden Fall noch nicht entdeckt. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal nach da hinten. Und gucken mal, ob wir... für die beschlagnahmte Kiste kriegen. Wo sollen die sein? Okay, das hilft mir jetzt gerade gar nicht. Ah, da ist der Sklavenhändler. Und hier ist die Kiste. Oh Gott. Wie soll man da reinkommen? Okay, also die Kiste ist da drinnen. Wir haben zwar die ganzen Wachen markiert, aber das heißt jetzt nicht, dass die uns natürlich nicht sehen, ne? Ich bin nicht sicher, könnten wir ganz oben auf dem Dach landen? Hier kommen wir nicht rein, ne? Okay, das bringt uns nichts.
Enkidu nicht verfügbar? Wieso denn das nicht? Weise mir den Weg. Okay, hier ist nur... Hier sind nur zwei. Und der Moment ist günstig. Okay, und er geht sogar gerade weg. Oh, das passt ja. Gib mir deine Lebensenergie. So, das dürfte hier oben keiner sehen. Wunderbar. Hier können wir uns zur Not auch verstecken. Jetzt müssen wir gucken, wie kommen wir runter bzw. rein. Da kann man um die Ecke gehen. Okay. Ob das reingeht? Gute Frage, ne? Aber wir könnten da zumindest schon mal die Etage tiefer. Hier ist auch eine Treppe. Welche Seite ist denn schlechter bewacht? Ich würde glatt behaupten, die hier, ne? Wir haben hier den einen Dude, der herkommt und Patrouille geht. Den an der Treppe, aber der guckt hier in die Richtung nicht her. Und wir haben den einen da vorne. Ah ne, hier ist auch noch einer hinterm Strohballen. Okay, da war einer hinterm Strohballen. Er guckt nur ein bisschen verwirrt. Ach, naja, kann passieren. Er ist bestimmt das Seil gerissen. Hat er den halt auf den Kopf gekriegt. Ah, jetzt geht er gucken. Oh, die kommen jetzt auch hoch. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, ne? Haben die echten Verdacht, dass das sabotiert ist? Okay, er geht wieder runter. Aber dann komme ich darüber nicht hier rein. Weil die sind ja auch die Treppe nur hoch und runter gegangen. Okay. Können wir hier noch wen was auf den Kopf fallen lassen? Ihn nicht. Okay, aber die beiden gucken in die Richtung. Das heißt, die zwei lasse ich mal in Ruhe. Die Möglichkeit wäre wirklich... Also wir könnten mit der Gruppe da mitgehen. Ich weiß aber nicht, ob die rein dürfen. Ersatzweise, wenn der da abhaut, könnten wir, so weit kommen wir nicht, ne? Okay, warte mal, ich habe noch eine kleine Idee. Sind das nicht diese Killerhühner? Okay, den dürfte da hinten auch keiner sehen in der Ecke. Ob das jetzt so clever war, weiß ich nicht, aber ich hoffe es. Die dürfen mich natürlich nicht sehen. Jetzt hat das blöde Huhn mich verraten. Nee, ne?
Okay, er guckt nur verwirrt. Können wir ihm hier noch irgendwas entlocken? Oh, ach, Dirham. Dirham. Ja, leider sind die Burgmesser jetzt weg. Okay, hier komme ich auf jeden Fall nicht dahin, wo ich hin wollte. Aber zum Sklavenhändler. Da können wir über diesen Weg hier gehen. Okay, wenn der sich wieder wegdreht, dann gucken wir mal, ob wir die Tür öffnen können. Wenn nicht, dann müssen wir nochmal einen anderen Weg finden für diese Kiste hier. Also für die... für den beschlagnahmten Gegenstand. Aber der soll ja unter uns sein, ne? Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Das wären drei Leute. Zwei Normalos und ein so ein Spezialfall. Aber hier ist ein Fenster auf, ne? Oh mein Gott. So. Komme ich hier rein? Oha. Nicht ganz so einfach. Aber ich kann hier auch nur reingucken, ne? Oh, Best Buddies. Weißt du noch, Manfred, damals. Das Problem ist, ich krieg nur einen von beiden weg, ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass die hochgucken. Er wird auch getriggert, der Linke. Ist das creepy? Okay, vielleicht gucken die auch. Haben wir hier noch ein Fenster? Irgendeins, wo wir rein können? Oh, da ist sogar wieder wer auf dem Dach. Wir hätten auf der anderen Seite sonst auch noch ein Fenster. Möglicherweise, dass wir über das Fenster reinkommen. Oh, da ist sogar eine Truhe. Okay. Ich würde aber gerne die Gelegenheit nutzen und den da ausschalten eigentlich. Ja, das war die falsche Taste. Okay, sind wir schnell genug? Nein, sind wir nicht. Okay. Aber ich glaube, die sind raus, ne?
ausbrechen. Sind die raus? Nee, die stehen immer noch alle drei da. Ah, oh, sind die doof. Tja, nur eine Frage der Zeit. So, schon einmal die Tür entriegeln auf jeden Fall. Die können wir nicht aufmachen. Die können wir auch nicht aufmachen. Und was soll ich hier? Okay, eine Kiste wäre unter uns. Oh, ich komme von hier echt nicht nach unten. Über uns wäre auch noch die Kiste. Keinen von denen rangelockt. Aber ich dachte, vielleicht können die die Tür aufmachen. Gut, dann schauen wir nochmal raus. Ja, komm, du sollst so ein Hunderter durchhopsen. Der macht mich fertig. Okay, warte. Warte. So. Und rüber. Guter Junge. Okay, hier oben war noch eine Kiste. Die hatten wir noch gar nicht eingesammelt. Ah, hier vorne Hilfsmittel. Ein Wurfmesser, ne? Immerhin. So. Gut, dann müssen wir nach unten, würde ich sagen. El-Khul verdient ein schlimmeres Schicksal als den Stoß meiner Klinge. Meine Botschaft wird den Orden erreichen. Laut und deutlich. Ja. Okay, warte, 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 warte. Hier können wir noch was lesen. Offenbarung. Aru. Jedes Mal, wenn ich dem großen Werk meinen Geist und meinen Körper hingebe, spüre ich es stärker. Was ein Still in mir verborgen war, durchströmt mich nun und sehnt sich danach, sich seinen eigenen Weg freizubrechen. Ich bin nicht sicher, ob es in Einklang mit dem Rest von mir steht. Ich sehe, höre und fühle Aspekte eines Lebens, das nicht das meine ist, und doch spüre ich eine starke Verbundenheit. Meine Neugier bleibt unbefriedigt. Ich muss mehr erfahren. Joa. Finde den Schlüssel, das kann doch nicht wahr, Steinern. So, ich denke mal, das war Al-Ghul, der das geschrieben hat. Ein Schlüssel. Ja, wo bekomme ich jetzt den Schlüssel her? Die haben zumindest keinen. Möglicherweise aus einer der Truhen. Kann ich hier bis auf den Balkon? Ja. Ich glaube, ich versuche das nochmal mit der Gruppe hier vorne. Und guck mal, ob die irgendwie hier reingehen. Weil scheinbar den Weg, den ich dachte, komme ich ja eh nicht lang. Los, geh runter. So. Ich bin gleich weg. Lenke ihre Aufmerksamkeit auf dich. Gott! Das habe ich noch aus Versehen geklaut. So, was macht denn die Gruppe? Wo gehen wir hin? Ich sehe schon, danach kann ich den Musiker bestechen, wa? Okay, wir gehen nur nach draußen. Das bringt mir jetzt gar nichts, leider. Das bringt mir nichts.
da ist der Gegenstand, der beschlagnahmt wurde. Sollen wir etwas für dich spielen? Ja, ich würde bitte. Euch gern spielen hören. Das hier ist das richtige Lied. Was? Was? Hey, passt in den Tod! So ist es! Ich läute die Platte! Oh. Ich soll Geduld beweisen, das ist total unmöglich. So viel Geduld habe ich nicht. Oho. Ja. Müssen wir kurz Abstand gewinnen. Nö, eigentlich nicht so. Okay. Oh nein, warum ich? Nie hab ich Glück. In den Karawan. Boah, wie soll ich denn da rankommen? Aber ich weiß jetzt endlich, wo eine Tür ist. Also hat sich das schon mal gelohnt. An mir kommt keiner vorbei. Ja. Das sehe ich anders. So, einmal darüber. Jetzt macht er das wieder nicht. Oh, ich kriege ein zu viel. Okay, die Tür ist vom Prinzip hier gegenüber. Da sind jetzt die Wachen. Und hier steht, glaube ich, keiner mehr, ne? Nee, das ist keine Tür. Ach so, ja gut. Ein kräftiger Geruch. Das muss die Kiste des Karawanenhändlers sein. Ah. Und ich dachte schon. So, dann bringen wir die einmal schnell zurück. Und danach holen wir uns den Sklavenhändler. Er geht gerade weg. Jetzt kann ich hier nicht runter. Doch. So, die bringen wir einmal weg. Dann holen wir uns den Sklaventreiber, sprechen mit denen. Und dann schauen wir mal, ob Al Ghul rauskommt, mit uns reden. Boah, aber wenn ich das jetzt wirklich mit so viel Geduld mache, dass ich nicht mal gesehen werde. Es gehört auch immer viel Glück dazu. Also manche Leute, die gehen hier genauso durch. Nix. Die werden nie gesehen. Nein. Keiner da. So, mein Freund, das bist erstmal du. So, jetzt können wir mit dir sprechen, ne? Ja, tatsächlich. Die Wachen haben sie dir gegeben? Ja, klar. So könnte man sagen. Sehr gut, sehr gut. Ich muss dich entlohnen. Du siehst aus wie ein Mann, der gerne isst. Wie wäre es mit ein paar Gewürzen? Heute nicht, nein. Aber ich möchte dich bitten, lauthals deine Abreise zu verkünden, sodass Mas'ud es bemerkt. Ha, wir sind Brüder im Geiste. Ich danke dir, Sadiki. Ja, gerne doch. Und schön laut, ne? Ich werde nicht urteilen. Vielleicht ist er nur das Opfer einer grausamen Welt. So, ich würde sagen, wir gehen die gleiche Ecke wieder rein. Ja, ja. Denn er wird ja jetzt nicht direkt rauskommen, ne? Wir müssen jetzt noch den Karawan... Folge dem Karawanvorsteher? Ach, ich muss entweder oder. Ich dachte, ich muss beides provozieren. Ja, kleinen Moment.
Irgendwie kam ich nicht hinterher. Ich hab hier echt kein Glück, ne? Vom Pech verfolgt. Ja, endlich hat's mal funktioniert. Nein! Oh, ich bin schon wieder hier eingesperrt. Ah, Mann. Hat's geklappt? Oh, wow. Nein, hat nicht geklappt. Oh, ich komme nicht weg. Naja, vielleicht kann ich ja jetzt zumindest mit dem Karawanenhändler reingehen. Das ist ärgerlich, ey. Kann man diese gepanzerten Typen gar nicht killen? So mit einem normalen Schwertkampf? Ja, genau. Jetzt wo die Schnauze? Das gefällt mir gar nicht. Der verfluchte Schurke ist dort drin. Die Schnauze. Wo bist du? Ja, jetzt müsste ich auch noch so einen blöden Zettel abreißen. Jetzt werde ich hier auch noch gesucht. Also zumindest können wir jetzt hier drin rumspazieren. Hier ist auch kein Zettel, ne? Okay, mit dem Auge müssen wir leben. So. Oh, eine Katze. Eine merkwürdige Sache. Möglicherweise gereicht mir das zum Vorteil. Wird Al-Ghul nicht verborgen Erwartungen nicht erfüllt. Komm raus und sieh zu. Eine vollständige und unkomplizierte Entschuldigung. Da ist er. Alles handelt von meinen besten Leuten. Wer? Wo? Ich verfluche jeden, der glaubt, er hätte bessere Ware. Jetzt soll ich ihn umbringen, oder was? Oh, toll. Das habe ich mir anders vorgestellt. Jetzt kletter doch mal irgendwo hoch. Herrgott, noch eins. Okay, Al-Ghul hat sich offenbart, aber ich habe es versaut, oder? Oh, ich habe es nicht versaut. Okay. Ja, das hat Aufmerksamkeit erregt. Und da gucken die Wachen nur zu. Ist klar. Ja, also wie gesagt, man muss Geduld und Disziplin haben, ne? Allah verflucht dich. Ach, ich hab gedacht, da wo ich gesehen wurde, dass der gleich reinläuft. Also ich wusste nicht, wie lange der draußen ist. Nach innen, Masoud. Deine Bosheit war es, die dich hierher führte. Bosheit? Wem gegenüber? Den Unerleuchteten? Den Schwächlingen, die ihr Los selbst wählten? Es ist unser göttlicher Wille, über sie zu herrschen. Unsere Pflicht, ihren Beitrag einzufordern. Ihren Beitrag wozu? Zu dem, was sein könnte. Das Wissen darüber ist unter diesem Sand hier vergraben. Manches sollte auch dort bleiben. Nein, 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 nein. Das sind Gaben.
dazu bestimmt, geborgen zu werden. Sie sprechen zu uns, wie du sehr wohl weißt. Was? Oh ja, du magst ein Verborgener sein, aber nicht nur. Er spricht über diese Vision, die wir hatten, als wir dieses Medaillon angefasst haben. Oder von dem Dämonen, der uns im Schlaf quält. Das könnte natürlich auch sein. Der da. Ich glaube, er meinte den. Aber woher wusste er, dass wir auch diese Vision haben? Attentäterkonzentration. Wenn du dich nicht in einem Kampf befindest, kannst du mit R die Attentäterkonzentration auslösen, um eine perfekte Attentatssequenz auszuführen. Während die Attentäterkonzentration aktiv ist, kannst du mit wählen, welchen Gegner du angreifen willst. Okay. Machen wir das mal. So, jetzt darf ich wählen. Haben wir hier noch so einen Megaklotz? Nee. Nehmen wir den. Ach, cool. Das ist geil. Okay, das wird mir weiterhelfen. Ja. Habe ich jetzt halluziniert oder habe ich die wirklich gesehen? Komm zu Sinnen. Aber ich denke schon, dass die noch lebt. Die werden wir bestimmt später mit in den Kreis der Bruderschaft aufnehmen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die auch eine Assassine wird. Die Suche El-Huls auf Kosten menschlichen Lebens ist beendet. Dies ist ein Tag des Sieges, nicht nur für jene, oder nur eine Verbündete als Rebelle erspart bleibt, sondern auch für die Verborgenen. Der große Plan des Ordens in Bagdad mag weiterhin ein Rätsel sein, aber zumindest sind wir nun sicher, dass die Rolle El-Huls entfällt. Ich glaube, was er bergen wollte, waren mehr seltsame Objekte wie jenes, das ich aus dem Winterpalast geholt habe. Was will der Orden mit diesen Relikten der Vergangenheit? Und warum werden sie so streng bewacht? Du beginnst, die richtigen Fragen zu stellen, Basim. Wir werden die Antworten gemeinsam finden. In letzter Zeit habe ich nichts als Fragen. Wovon sprichst du? Egal. Vergiss, was ich gesagt habe. Wie soll ich dich anleiten, wenn du nicht offen sprichst? Ich hatte mit Albträumen zu kämpfen. Ach, ein Djinn ist das, kein Dämon. Darin wurde ich von einem Djinn gequält, bis ich panisch und schweißgebadet erwachte. In aller Mut hatte ich ihn fast vergessen. Aber als ich El-Hul tötete, spürte ich wieder seine Gegenwart. Und ich kann mich nur fragen, warum? Warum hier? Warum jetzt? Warum ich? Ein Meer an Fragen und keine Antworten. Ich wollte es dir sagen, aber... Du hattest Angst, ich würde dich für willensschwach halten. Wir sind nur so schwach, wie wir es uns selbst erlauben. Um eine Schwäche abzulegen, musst du das Nötige tun, um die Ursache des Schmerzes zu überwinden. Erlaubst du mir eine kurze Pause? Ich will eine alte Freundin aufsuchen. Nihal, ich erinnere mich. Sie ist dir wichtig, nicht wahr? Also war es ja doch keine Halluzination. Doch in unserem letzten Gespräch sagte ich ihr das Gegenteil. Und das verursacht Schmerz. Also los, heile diese Wunde. Du findest mich im Bruderschaftshaus in Kharbia, wenn es geklärt ist.
das wirklich Nihal war? Ich habe keine Ahnung, wohin sie gegangen ist. Vielleicht nach Hause. Nach El Anbar. Also Nihal wird scheinbar wirklich leben. Gehe ich von aus. Also das werden wir nicht nur geträumt haben. Und die ist in Al-Hanba. Wo ist das denn nochmal gewesen? Habe ich noch gar nicht weiter aufgedeckt? Nee. Oder war das nur ein Bezirk in Bagdad? So, wir haben synchronisierten Aussichtspunkt. Oh, den haben wir noch gar nicht synchronisiert. Die beiden nicht. Das müssen wir aber als nächstes machen, damit wir hier die Schnellreisen haben. Da müssen wir auf jeden Fall synchronisieren. Wieso kann ich jetzt hier wieder nicht reinzoomen? Bruderschaftshaus in Harbia. Aber ich kann nicht mehr in die Karte zoomen. Ich kann rauszoomen. Aha. Oh Gott. Ja, egal. So, den haben wir erledigt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt müssen wir Plakate entfernen. Ich bin der Meinung, dass hier keine gewesen sind. Ich würde hier auch ungern wieder nach welchen suchen. Al-Anbar. Haben wir schon, den haben wir synchronisiert. Also wir könnten notfalls, können wir zur Wassermühle, ne? Oder hierhin. Den haben wir auch schon. Okay, und in all... Oh Gott, hier oben. Da werden wir einmal synchronisieren und dann gehen wir nach Al-Anbar. Und werden mal schauen, ob wir die gute Dame denn da noch zu finden. Nihal. Ob wir die noch auffinden können. Aber ich denke schon. So. Ah ja, mein Kamel. So. Das Pferd ist wesentlich schneller. So, einmal zum Aussichtspunkt. Das ist wahrscheinlich der Felsen da, ne? Dünen von Dur Kurigalsu. Kurigalsu. Gottes Willen. So, Dur Kurigalsu. Aber hier können wir dann keine Zettel abreißen, leider. Aber vielleicht finden wir hier ja das ein oder andere Highlight. Nochmal so eine richtig geile Kiste. Nee. Gut, dann machen wir erstmal den Aussichtspunkt. Aber wo hoch? Hier hoch? Bei Nacht haben wir ja auch noch nicht synchronisiert, ne? So. Fast geschafft. Kusch, ihr Tauben. Jetzt bin ich dran. Ein einziger Berg inmitten einer großen Wüste. So, damit haben wir jetzt die Dünen. Da können wir so nicht lesen. So. Todessprung.
Oh, das ist aber tief. Oh mein Gott. Okay, das ist ein bisschen tiefer, als ich dachte. Jetzt sind wir in der Höhle drin. Bist du feindselig? Oh, das tut mir wirklich leid. Also das ist... Nimm's nicht persönlich, aber ich war skeptisch und verzweifelt und ängstlich. Ach du Scheiße. Das ist jetzt nicht so gelaufen, wie ich wollte. Ich würde sagen, in der nächsten Folge kämpfen wir uns durch die Höhle. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.